Keinen stabilen Frieden in Europa. Aufrichten. Und sie werden ihre Kämpfe und ihre souveränen Schicksale so. Liebe Freunde, ich danke euch, dass ihr heute Europa und für die demokratische Welt. Und deshalb braucht Slava Ukraini! Slava Ukraini! I've been seen in Bakhmut. Friends of mine, write to me. Пам'ятати, що насправді це не один Путін. Це не Путін, котрий сидить в танку. Не Путін, котрий стоїть в окопах. There will be no peace without freedom. Russian occupation is not peace. Gegen Autokraten und Despoten, für ein Ende des fossilen Zeitalters. Vor einem Jahr, an diesem Tag, habe ich mich von dieser Stelle aus gegen 7 Uhr morgens mit einer kurzen Ansprache von nur 67 Sekunden an Sie gewandt. Wir haben nicht die weiße Fahne gehisst, sondern begonnen, unsere blau-gelbe Fahne zu verteidigen. Aber wir überlebten dank derer, die jeden Tag ihr Bestes gaben. Die Urmenschen aus den Trümmern und aus dem Feuer holen. Ruhm für die Ukraine. Slava Ukraini! Ihr habt schon. I came to support my country and to show my position that Russia has to stop fighting Ukraine and leave us alone in our happy country, beautiful country. Ich bin heute hier, weil ich dafür eintrete, dass wir, unser Land Deutschland, die Ukraine vollumfänglich unterstützt und weil es eine Reihe von Menschen gibt, die denken, man kann einfach Frieden fordern und dann würde irgendwer Frieden machen. Und das glaube ich nicht. Und ich glaube, das ist schwer genug. Und da muss ich einfach hier sein. Ich bin auch sehr mitgenommen. Also ein Jahr ist sehr lang. Ukraine will be free always and we will have a victory in this war.